Es wird Zeit, zu Ende zu bringen, was ich angefangen habe. Und damit, hey Leute, willkommen zum zweiten Teil von Rogue Company Ranked. Meine ersten 5 Einspielmatches habe ich schon hinter mir und heute geht's daran, die letzten 5 zu spielen. Bisher lief's miserabel, wenn ihr das erste Video dazu nicht gesehen habt. Schaut's vielleicht danach noch an oder so, keine Ahnung. Bis jetzt habe ich meine ersten 3 Matches verloren und dann noch 2 gewonnen. Hoffen wir mal, dass wir heute noch mal ein paar mehr Wins bekommen, denn ich hätte gern nicht so einen schlechten Rang. Egal, auf geht's, rein da. Runde Nummer 6. Hoffentlich beginnen wir den heutigen Tag ein bisschen besser wie den letzten. I see you. Ich sehe dich nicht mehr. Ich heile den Dude. Ich verfehle jeden Schuss. Und er ist tot. Machen wir einfach das gleiche nochmal. Hat doch gut funktioniert. Direkt nochmal. Reviven. Okay. Packen wir die Bombe hin. Was geht? Ich liebe C4, es ist so geil. Ah. Warum sollten wir unsere Taktik verändern, wenn sie funktioniert? Will der vielleicht einen Laser? Er wollte einen Laser und er hat einen bekommen. Let's go. Oh no. Ich werde von der anderen Seite der Map gelasert. Machen wir den gleichen Move nochmal? Scheiße. No! Oh, du Asozialer. Was will er tun? Das ist 2 gegen 1. Oh mein Gott, er ist immer noch hier. Nein, er ist so low. Please. Du schaffst es, Scorch. Jawoll. Ich gebe zu, da hätte ich niemals in 1v1 gehen sollen mit diesem Saint. Das war ein dummes Play. Ist immer, wenn ich merke, wir sind am Gewinnen, dann werde ich einfach zu gierig. Dann gehe ich einfach in die dümmsten 1v1s rein, die ich verliere. Aber jetzt wird erstmal hochtaktisch gespielt. Ich plant mal eine Bombe, ne? Oh Gott. Nein! Oh, ich habe doch F gedrückt. Ihr habt gehört, wie ich F gespammt habe. Warum ist mein C4 nicht hochgegangen? Wäre mein C4 da explodiert, hätte ich ihn gehabt. Oh, Junge. Ich nehme alles zurück. C4, schlechteste Granate im Game. Nice one. Dieser Sniper will mich. Er will mich so hart. Lasert ihn. Oh mein Gott, was macht die denn hier? Danke für den Revive. Du musst uns pushen. Du musst uns pushen. Ich muss dich nicht pushen. Du musst mich pushen. Aber er wird es nicht schaffen. Oha, sie switchen die Taktik, okay. Sie greifen von der Seite an. Taktikwechsel, hoffen wir mal, dass der auch funktioniert. Oh, oh. Uff, der Taktikwechsel hat nicht funktioniert. Leute, wisst ihr was? Wie wäre es, wenn wir einfach mal was ganz anderes machen? Das wird sie verwirren. Einfach schön hier rüber. Nee? Okay. Dann komme ich wieder zurück. Kein Problem. Wenn ihr keinen Bock habt, dann ist okay. Auf dem Weg. Fall bitte nicht ins Wasser, holy shit. No. Okay, danke für den Smoke. Ja. Yep, das ist richtig. Genau in dem Moment, wo ich mit einem guten Triple Kill die Runde klatsche, kommt mein Vater ins Zimmer. Warte, ich mach kurz eine Fake-Reaktion für das krasse Play. Let's go, 3 Kills. Okay, weiter geht's. Ich glaube, sie pushen B. Lassen wir das zu? Nee. Es kann sein, dass sie versuchen, von hier zu pushen. Oh, sie pushen sicher von hier. Holy shit. Ah ja, die kommen wieder hier entlang. Hm. Ich bin hier ganz alleine hier außen. Ich glaube, ich muss das hier decken, aber kann ich das alleine? Hoffe mal, dass sie nicht hier lang kommen. Die kommen definitiv hier lang. Wunderbar. Ich bin komplett alleine hier gegen 3. Warum habe ich überhaupt versucht zu verteidigen? Wenn mein Team nicht bei mir ist, dann versuche ich es immer noch so alleine hinzumachen, aber ich glaube, ich sollte das lassen. Okay, ich pushe jetzt nicht alleine. Wo pushen wir? Sagt an. Anvil. C4. Das war das C4. Ein Signal. Ein Signal. Da brauche ich kein Signal, um zu wissen, dass da ein Gegner ist. Dass da ein toter Gegner ist, natürlich. Okay, hier ist irgendwo noch eine Dahlia. Okay, die Bombe ist kaputt. Und sie auch. Okay, da könnten wir in der Mitte vielleicht ein paar schmackhafte Kills holen. Nope, sieht nicht nach schmackhaften Kills aus hier. Doch, ein schmackhafter Kill. Ein schmackhafter Kill für die Gegner. Können wir es jetzt bitte einfach beenden?
Oh ja, die kommen hier. Ich throwe das Match wie ein absoluter Noob. Auf geht's, Scorch, wir machen das gleiche nochmal. Nicht genau das gleiche, aber halt ohne den Teil, wo wir beide mit einer Granate getötet werden. Achtung, die Granate. Wir hacken. Wir haben gehackt. Wir morden. Wir schlagen den. Wir sind absolut low. Wir ziehen uns kurz zurück. Hilfe. Rette mich. Rette mein Leben. Okay. Erste Runde gewonnen. Zweite Runde des Tages. Beziehungsweise Runde Nummer 7 von meinen Einrank Matches. Und hoffentlich läuft die gut. Okay, habe ich die Wand zerstört gerade? Ich bin tot. Mein ganzes Team ist tot. Das sieht nicht gut aus. Oh, oh. Nein, ich habe doch meine Semtex. Ich kann sie nicht benutzen. Oh, ich kann sie vielleicht benutzen. Please, zerstör's nicht. Arschloch. Töte ihn. Töte ihn dafür. Er hat deine Drohne zerstört. So ist gut. Oh, oh, oh. Sag bloß, ich wollte die Taktik ändern. Guten Tag, Glitch. Lass mich. Guck, so macht man das. Wir haben beide absolut nichts gerissen mit unseren Granaten. Scheiße. Ich bin im miesen Sandwich. Okay, er ist tot. Na, was sagst du dazu? Ja, diffuse mal. Komm, Runde. Stabil. Oh, oh. Du willst eine Semtex werfen? Herzlichen Glückwunsch. Push doch hier raus, Leute. Wir hacken einfach mal. Verfehlen jeden Schuss, aber jeden. Dann stirbt dieser Dude. Dann werde ich... Holy shit, chill doch mal. Lass mich ja nicht gleich komplett zu lasern. Das ist ein Glitch. Okay, wir haben ihn. Tötet sie. Okay, sie will planten. Bappen. Oh oh. I see you. Ey. Nee. So was machen wir hier nicht. Geht nochmal. Nicht du. Sie wollen mich. Oh oh, sie wollen mich sehr. Egal, sie müssen diese Bombe planten. Und ich sitze hier und schieße sie ab, wenn sie es versuchen. Sie versuchen es gar nicht. Na gut. No, lass mich in Deckung. Ich. Haha. Oh, hallo. Oh no, er hat eine Granate in der Hand. Sieht so aus, als wäre meine Granate besser gewesen. Ich könnte. Komm. Raus mal, man muss auch mal was riskieren. Gut, ist alles Risiko. Risiko läuft nicht schlecht. Risiko ist sehr gut gelaufen, holy shit. Da muss man doch mal ein Risiko eingehen und dann passiert sowas. Ist doch schön. Wir greifen an. Ich werde hoffentlich ein paar saftige Granatenkills machen. Und hoffentlich gewinne. So viel zum Plan. Hopp. Er hat hinter einen Headshot kassiert. Nicht nur einen, sondern sogar zwei. Oh. Hier, nimm das. Okay. Er hat's genommen. Ich hätte nicht gedacht, dass er es tatsächlich nimmt. Guten Tag. Wer erlebt denn noch? Dima. Aha. Da ist er. Und er ist tot. Sehr schön. Gut, ein saftiger Granatenkill wurde geholt. Wie wär's mit noch einem? Ich wäre sehr dafür. Okay. What the fuck? Warum? Warum musst du mich so lasern? Ich hab dir nichts getan. Ich hab dich vielleicht getötet oder so, aber holy shit. Übertreibt nicht so. Okay, ich glaube, ihr werdet mir zustimmen, wenn ich sag, irgendjemand von denen hat sich gerade in der letzten Runde in Aimbot runtergeladen. Ich glaube, das sehen wir alle so, oder? Oh, what the fuck? Chill mal. Nö, nicht reviven hier. Ich will reviven. Komm rein. Und sie reviven den Dima wieder. Sie haben ihn noch nicht revived. Vielleicht kriege ich sogar den Kill. Wow, ich habe ihn sogar bekommen. Hawk. Und wir haben gewonnen. Runde 7 von 10. War sehr schmackhaft. Bis jetzt, muss ich sagen, läuft es sehr stabil. So kann es gern weitergehen. Dann kriegen wir vielleicht sogar noch einen guten Rang. Wäre ja was. Let's go. Die nächste Runde ist am Start.
Ja, absolut keine Ahnung, wo die angreifen. Also kommen wir drüben an. Kommen wir mal euch zu helfen. Hoffentlich nicht zu spät. Ich kam zu spät. Ich kam viel zu spät. Safe bin ich jetzt wieder auf der falschen Seite. Ich habe schon so ein Gefühl. Yep. Ich bin komplett inkompetent. Yippie. Oh. Ich sehe schon, das wird eine wunderbare Runde. Jo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Rock Company Ranked. Die heutige Challenge ist es, einen Gegner zu hitten, bevor sie die Bombe planten. Das wäre vielleicht ganz nice. Die Challenge ist, einen Gegner zu sehen, bevor sie eine Bombe planten. Oh mein Gott, wir haben die Bombe. Oh mein Gott, ich habe einen Gegner abgeschossen. Oh mein Gott, please, nicht. Nein, warum? Warum ist ein zweiter? Ich scroll so hart rein. Oh mein Gott. Ey, das ist jetzt mein achtes Einrank-Match. Die Elo ist einfach zu hoch für mich jetzt. Die Gegner rennen nicht komplett inkompetent einfach in mein Schussfeld. Ich muss sie suchen auf der Map, um sie abschießen zu können. Das ist eine zu hohe Elo für mich. Damit komme ich nicht klar. Und sie sind da drüben. Oh mein fucking Gott. Ich glaube es nicht. Es ist zu kompliziert für mich. Komme ich darauf klar, wenn ich erstmal raten muss, wo die Gegner sind. Okay. Ich sehe schon, meine Rogue Company Rank Karriere wird nicht arg weit kommen. Ich komme nicht mal in den Einrank-Matches auf die Gegner klar. Die haben so Taktiken und so ein Shit. Einfach random reinschießen. What the fuck? Was bist du denn? Ey, nimm mal, halt mal. Yeah! Wir kommen rein ins Match, wir kommen rein. Wir schaffen es mal, einen tatsächlichen Fight zu haben, bevor die Gegner die Bombe planten. Nimm mal einen Molotow. Warum ist da eine Wand? Warum, wer baut da eine Wand hin? Ganz ehrlich, wer baut da eine Wand hin? Kann ich nicht einfach in Deckung rollen? Können wir das nicht einfach vereinbaren, dass wir das einfach machen? Wer baut da eine Wand hin? Wer? Ich verstehe nicht mehr, was abgeht. Ah, da schießen zwei auf mich. Oh mein Gott. Ich blick einfach nicht mehr, was passiert hier. Wie macht er das? Wie war das so schnell? Die schaffen die sonst schon hier abzufangen. Ja. Da hätte ich nachladen müssen. Oh mein Gott. Okay, Taktikwechsel. Molotow. Guter Taktikwechsel. Okay, ja. Wir lasern die zwei. Ey, wir haben zwei Kills gemacht. Lasst ein Like da für die zwei Kills. Oh mein fucking Gott. Okay, den haben wir. Down and low. Das wäre vielleicht... Okay, so viel zu dem Thema. Was hast du vor? Was hast du? Wo willst du hin? Oh mein Gott, und sie besiegt mich trotzdem, obwohl ich wusste, dass sie kommt. Was ist denn hier los? 8 von 10, eine Niederlage. Ah, die Runde war mir zu hoch. Ich hatte keine Ahnung, was abgeht. Aber hey, zumindest ging es meinem gesamten Team auch so. Man könnte sagen, ich habe mein Team immer noch gecarried. Und das bei dem Gameplay, was ich abgeliefert habe. Das, dann ist klar, dass das nicht läuft. Holy shit, wir wurden zerstört. Aber hey, solche Runden muss man halt auch einfach mal haben, ne? Hoffen wir mal, dass es jetzt wieder besser läuft, dass wir wieder Win holen. Dass ich nicht komplett reinschauke die ganze Zeit und trotzdem noch die besten Stats aus dem Team habe. Oh, okay. Was ist das da? Phantom ist? What? Was macht ihr hier unten? Warte, schlag sie. Gut, rushen bis ich drauf da. So hier hinten. Ab. Okay. Dann revive Bier. Gieß. Scheiße. Oh mein Gott. Oh, das war so glücklos. Wie habe ich das überlebt? Das ist ja nicht normal. Da kommen doch wieder die guten Plays raus. Jetzt hier wird wieder geklatscht und alles. Das ist doch schön. Hallo, wen gibt's hier zu hacken? Jeden. Gutes Play von dir, mein Freund. Leider nicht gut genug. Wir haben getradet. Und ich werde revived. Du nicht. Okay, ich werde auch nicht revived. Oh.
Okay, so viel zu dem Thema. Oh, Junge. Da macht man einmal ein absolut miserables Play und direkt verliert man. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, ab jetzt keine miserablen Plays mehr. Ab jetzt wird nur noch gewonnen. Erstmal gehackt. Und dann wird hoffentlich er nicht getötet. Doch, er wird. Und ich werde auch getötet. Oh, oh. So viel zum Thema keine schlechten Plays mehr. Laufe ich einfach in Double Kill rein, wenn ich eine Granate in der Hand habe. Oh, no. Ah, das habe ich doch mit Absicht gemacht, um euch beizubringen. Wenn ihr einen Gegner reinrennt, dann solltet ihr nicht eine Flash-Granate in der Hand halten. Ja, dann könnt ihr euch denkbar schlecht verteidigen ohne Waffe. Aber naja, das sind die wichtigen Lektionen, die ihr auf diesem Kanal hier lernt. Lasst ein Abo da. Ich mache euch vor, wie es nicht gemacht werden soll. Okay. Okay, gut, gut, gut. Der Kill wurde gemacht. Der letzte ist hier. Ich bin tot. Bin ich tot? Scheiße. Nein, wie? Ich bin auch der Einzige auf diesem Planet, der es schafft, mit einem Baseballschläger zu verfehlen. Ich renne hinter jedem her mit einem Baseballschläger und hitte ihn nicht. Bam. Bonk. Oh, oh. Nicht gut. Wie auch immer mich die Granate noch gehittet hat, aber sie hat mich noch gehittet und das ist alles, was zählt und wir haben verloren. Yeah. Jetzt sind wir nur nach Phantom. Oh, oh. Ich habe Phantom gefunden. Ich habe... Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe Phantom gefunden. Das ist die geheime Taktik. Lauf einfach rum wie ein Idiot. Der Gegner wird nicht widerstehen können, er wird auf dich schießen, dann weißt du, wo er ist. Das ist die Taktik. Einfach rumlaufen wie ein absoluter Idiot. Na, was sagst du dazu? Mochtest du nicht? Okay. Okay, wir haben kein Aim. Kein Problem. Bonk. Nahkampf? Im Zweifelsfall immer Nahkampf. Wenn es Aim versagt, im Zweifelsfall ist einfach Nahkampf. Er hat die Bombe, er wird sie blenden. Du musst ihn töten. Er versucht nicht die Bombe zu blenden. Okay. Interessantes Play. Ja, überleb einfach, überleb einfach. Lul. Yo, what? Das ist die Taktik. Einfach um Steinblock rennen. Geil. Ich mag das Play. Ich mag es. Ich werde das mal hier Plansch helfen. Und zwar so. Indem wir einfach von der anderen Seite angreifen. Okay. Scheiße. Okay. Nein, er war so low. Er wollte einen Cookie an. Wieso? Wie habe ich ihn nicht getötet? Okay. Meine Rache, mein junger Freund, meine Rache. Dafür, dass ich den Kill letzte Runde nicht bekomme. Oh, okay. Gutes Timing. What the fuck? Und jetzt? Er lebt einfach. Was war denn das für ein Timing? Genau in dem Moment, wo ich anfange, auf ihn zu schießen, laggt er. Und dann läuft er einfach weg und überlebt? What? Holy shit. 9 von 10. Und nochmal ein Sieg. Das kann sich doch sehen lassen, Leute. Dieser Lecker, der war echt wild. Letzte Runde. Zumindest fürs Einranken. Mein Aim. Okay. Wir wissen's ja. Wenn's Aim versagt, Faust auspacken. Und dann läuft mein Mate in eine Granate rein. Wir holen direkt ein Schwert. Ich werde es brauchen. Ich mache eben den Nahkampf. Den hätten wir. Die Bombe wird defused. Er lasert mich. Wer hätte das an können? Ich nicht. Ich werde geflasht. Wer hätte das an können? Auch nicht ich. Ich verfehle jeden Schuss. Wer hätte das an können? Jeder. Weil ich immer jeden Schuss verfehle. Der letzte Lebende. Okay. Das ist eine Chance. Shit. Das ist nicht gut. Ich muss ihn schnell töten. Ich muss gleich das defusen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das close. Eine Sekunde später und ich hätte die Bombe nicht mehr bekommen. Alter. So knapp. Mein Puls ist gerade mindestens auf 200. Dabei hätte ich gern so ein Pulsmessgerät angehabt. Bei diesem 1v1 am Ende gerade ist mein Puls hochgegangen auf über 9000.
Okay, ich bin geflasht und low. Ich kann nichts machen. Rette mich, Teammate. Okay, mein Teammate rettet mich nicht. Mein Teammate ist gar nicht mehr da. Auf geht's, ich mach die Tür auf. Let's go. Mach die Tür wieder zu. Ich hab Angst. Nein, bitte nicht flashen. Ich will's nicht schon wieder. Ich hatte es einmal. Das ist nicht gut ausgegangen. Gut, 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 gut. Bomb dropped. Bomb dropped ist doch eine gute Sache. Dann lasern wir den weg. Schmack. Dann werden wir getötet. Wunderbar. Hat gerade jemand ernsthaft für aufgeben gestimmt? Habe ich das gerade gehört? What? Es steht 3 zu 3. Hast du einen Schaden? What? Wer stimmt denn bei einem 3 zu 3 für aufgeben, hä? Mimimi, wir liegen nicht 6 zu 0 vorne. Das Match können wir ja gar nicht mehr gewinnen. Was, es steht Gleichstand? Easy lose. GG. Wenn wir direkt aufgeben. Okay. Mit 2 Leben überlebt. Okay, ich brauche eine Granate hier. Granate hat nichts geholfen. Wie hat die Granate sie nicht gehittet? Ich protestiere. Okay, 4 zu 3. Wir liegen hinten auf. Aufgeben, aufgeben, aufgeben. Wo wollen wir denn hin, Team? What the fuck? Wer trollt denn hier so rein, Alter? Imagine, wir gehen einfach bei einem 3 zu 4 auf. Also direkt auf freiwillig in Bronze rangehen. Der ist low, der ist low, der ist low. Schön, 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 schön. Wunderbar. 4 zu 4. Nur Gleichstand. Aufgeben, aufgeben. Okay. Wunderbar. Plante. Oh no. So nicht, mein Freund. Joink. Mein Punkt. Okay, 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 okay. Nice. 6 zu 4. Willst du jetzt immer noch aufgeben? Schon noch knapp, oder? Das könnte man schon noch verlieren. Da geben wir lieber auf, oder? Mal eine andere Taktik. Ein bisschen ein anderer Teil von der Map sehen. Ein bisschen wie töten. Oh, what the fuck? Hier bist du. Gehen wir mal die Bombe planen. Dann machen wir die Bombe scharf. Wo ist der Gegner? Da ist der Gegner. Der Gegner ist tot. Wir brauchen noch eine Runde müssen wir noch holen. Ich glaube, da sollten wir lieber aufgeben, oder? Holy shit. Sobald man peakt, peaken 3 Leute zurück. Oh, ich hab gechoked. Alles gewaltig. Oh. Okay, wir haben eine Runde verloren. Ich glaube, es ist Zeit aufzugeben. Gut, den haben wir. Gut, wir haben ihn wieder. So nicht, mein Freund. Axt. Axt hat funktioniert. Hier, hier, hier. Hier. Oh, er hat ihn wieder revived. Den hätte er auch holen können. Er hätte finishen können. Er hat gar nicht hingeschaut. Laser ihn. Wunderschön. Okay, wir haben gewonnen. Ich glaube, es ist Zeit aufzugeben. Silber 5. Das ist miserabel. Okay, ich glaube, wenn wir jetzt die ganzen Ranked-Matches mit zusammenzählen, habe ich 4 verloren, 6 gewonnen insgesamt in den Matches. Mein Rang ist jetzt Silber 5. Ist es miserabel, oder? Ich bin hier. Einzig niedrigere wären wie Bronze-Ränge. Okay, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht genau aus mit Raw Company Ranked, aber ich glaube, das ist ein ziemlich schlechter Rang. Mit anderen Worten, es ist, was ich erwartet habe. Und damit würde ich sagen, sind wir mit dem Video heute vorbei. Wenn ihr mehr Raw Company Ranked sehen wollt, wenn ihr wollt, dass ich mich vielleicht sogar in Silber 4 hochgrinde, sehr anspruchsvoll, dann würde ich sagen, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr von meinen Videos sehen wollt, dann schaut es euch an zum einen und lasst ein Abo da zum anderen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich bin absolut lost in Raw Company, immer noch, es hat sich nicht geändert. Tschüss.